Tja, wer es versteht, der versteht's. Ne? Dank der klugen russischen Organisationsfähigkeit sind wir endlich hier. Oh Mann, das war ja fast eine Weltreise. Ne, hier. Aber man kann fragen, wie man will, man kriegt keine klare Antwort. Wie bei den Türken. Grillpicknick, wie Schala-Picknick. Schala. Als ich das letzte Mal hier war, da sah es alles noch ein bisschen anders aus. Haben sie schön zurecht gemacht hier. Das sieht richtig gut aus. Hier haben wir erstmal hier unten den Fluss mit den auf Stelzen stehenden Plattformen, wo man essen trinken kann. Jetzt parke ich da und verbaue die Einfahrt, ne, hier und ah, nee. Das ist so richtig klasse organisiert. Nee. So ist ja hier alles schön gemacht, aber wir sitzen dann hier irgendwo. Gefällt mir nicht so richtig. Tja, wenn der Fluss noch ein bisschen wärmer ist, dann kann man hier auch hier mit der Wasserrutschen reingehen. Ne? Aber jetzt ist Zeit, das ist alles zu kalt. Und Bassin ist hier ganz woanders. Also haben sie das schön gemacht mit der Plasseblumen. Und man hier die Rosen, die sind ja echt, die hier oben sind. Aber so, jetzt haben wir hier so für 6 Personen. Man kann sich auch raussetzen ins Wasser. Man hat da auch einen Springbrunnen. Tja, ich habe gerade gehört, hier woanders hier, Alanya, ne, hier, da ist alles bewölkt, keine Sonne. Und hier voll der Sonnenschein. Ne? Sieht richtig gut aus. So, jetzt sitzen wir hier so zusammen, hier mit Wasser, Cola, Ayran, Saft. Und Riyad aus der arabischen Welt, ich aus Deutschland, eine Frau aus Aserbaidschan und 3 Frauen aus Russland. Und jetzt kommt das Essen. Ach, das sind nur erstmal die Vorspeisen. No, chicken and mushroom. Jetzt wird aufgetafelt. So, das Essen. Ой, надо скорее все. Ой, вообще красиво, вообще Okay. Sieht alles super aus. Okay. Alle sind jetzt beim Essen. Ja. Und ich nehme den Tisch hier. Das ist alles schön gemütlich. Da oben die Ziegenböcke. Das passt. Einfach schön hier. Also ich mag das immer wieder hier am Dimschai. Ne? Aber jetzt bei Badewetter würde ich hier nicht hingehen, weil dann mit dem kleinen Pool, den sie hier haben, ist alles überfüllt. Würde ich immer wieder hier Aderpicknick vorziehen. Ja Leute, falls euch das gefallen hat, so einen kleinen Einblick hier am Dimschai. Ne? Das ist der Girl Picknick. Dann Daumen hoch, Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Mal sehen, vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen was hier von dieser Anlage hier, dem Girl Picknick. Schauen wir mal. Ah, hier werden die Wasserweichen fertig gemacht. Ne? Da ist die Spüle. Hier ist ein Stück Dimschai, ne? Das Froschgequake, das ist echt.
Aber ansonsten die Flamingos. Sieht aber gut aus mit Flamingos. Abends denke ich mal mit den Laternen hier in den Bäumen. Mit den bunten Lichtern ist bestimmt schön hier. Und diese roten Rosen, die sind echt. Ja, die Dame aus Aserbaidschan, die schaukelt. Ne? Und da drüben ist noch ein 100. Restaurant. Ne? Ja, Tatjana muss natürlich auch auf die Schaukel. Ja. Ja, da kommt das ganze Plätschern her. Ne? Das Wasser plätschert hier so richtig runter. Wir werden so hoch die Berge und die Sonne scheint. Ne? Ja, jetzt wollen sie alle mal hier gesehen werden auf der Schaukel. Ne? Und da hier auch an den Blumen. Aber das sind künstliche. Ne? Na, jetzt müssen sie alle vier mal stehen. Ne? Erstmal bei diesem Hintergrund, bei diesem Dings. Schönes Bild. Hier ist auch, wenn man mal so edel sitzen will. Ne? Und drinnen. Tatjana! Da geht's zu den Toiletten. Hier ist jetzt der Pool. Auch mit Wasserrutschen. Da kann man auch schön sitzen, auch oben an. Da oben sind wohl die Umkleidekabinen. Oder haben sie was vorgestellt, dass man die nicht nutzen kann. Nee, das sind so eine kleine Apartments. Und da drüben ist die Staumauer, ne? Ja, jetzt war ich im Pool baden und der ist nicht allzu tief, aber dafür von den Temperaturen her schön warm. Das geht in Ordnung. Also der Pool hat bestimmt seine 20, 22 Grad. Der Roadrunner steht da hinten und jetzt ist sie schon ein bisschen leerer geworden wieder, ne? Weil jetzt viele hier wieder losgefahren sind nach dem Essen. Und da oben, da wohnen wohl hier Bedienstete, also Leute, die jetzt hier arbeiten. Und diese kleinen hier, kann man hier oben, die kann man bestimmt mieten. Müsste man sich mal erkundigen, wenn einer sowas will. Findet man bestimmt im Internet. Und wenn man das jetzt hier so sieht, schön. So richtig eingebettet in die Berge. Da ist die Staumauer. Dahinter ist der Limscheisee, der Stausee. Schön. So Leute, jetzt aber wirklich hier Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen, falls euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Von hier habt ihr nochmal so einen Überblick über diese Plattformen, die hier unten sind. Im Fluss, wo man dann Wasser. Meine, im Sommer ist das natürlich super. Ne? Im Sommer, wenn es unten so heiß ist, dann hier sein, ist total große Klasse. Ne? Hier hat man dann angenehme Temperaturen. Man kann die Füße im Wasser halten unten. Und man kann hier oben ein bisschen hier schwimmen gehen. Ne? Obwohl das Schwimmen hier oben mehr was für Kinder ist als für Erwachsene. Ne? Ja, nach dem Baden jetzt nochmal einen warmen Chai und einen warmen Tee. Hier am Springbrunnen da. Ach schön. Riad hat jetzt eine Rede gehalten, ne? Auf das nette Beisammensein. Ne? Hier Alex und Mario sind ja auch noch gekommen. Und wir sitzen jetzt in der Runde. Die Ukraine, Russland, Irak, Deutschland und Aserbaidschan. Ne? Und kein Gestreite, alle zusammen vernünftig und so wie sie das gehört. Die Menschen sind vernünftig.
Und da sind auch noch welche, die man kennt. Springt sie oder springt sie nicht? Die Kleine, die jetzt hier auf dem Liegesand, die war schon gesprungen. Oh Mann, und das Wasser, das hat vielleicht mal gerade 6 Grad hier. Ja, also.